Ja, meine Damen und Herren, es ist vor 2 Tagen etwas passiert, was, glaube ich, einmalig ist in der Geschichte unseres Landes. Es wurden die Geschlechter Mann und Frau mit den Stimmen der ÖVP abgeschafft. Die ÖVP hat diesen Antrag eingebracht. Das ist nicht aus einem Ministerium gekommen, das ist nicht von Beamten gekommen. Die ÖVP hat mit den Grünen den Antrag eingebracht. Aber jetzt schauen wir uns doch mal an, was hat denn die Frau Ramona Deckenbacher im Zuge der Debatte gesagt, im Zuge der Debatte im Nationalrat zu dieser Gleichbehandlungsnovelle. Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch eines sagen, es ist im Bundes- und Gleichbehandlungsgesetz auch ein Passus, den wir nicht unterstützen. Aber es braucht oftmals Kompromisse, damit wir genau dieses großartige Paket, das wir gemeinsam geschnürt haben, danke auch nochmal an die Kollegin Blimlinger, auch umsetzen können. Es kann nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl dieses Gesetz abgeschafft werden. Das ist die einzige Möglichkeit, dieses Gesetz zu Fall zu bringen. Da können Sie mich beim Wort nehmen und da können Sie mich auch an den Taten messen. Vielen Dank.